Im heutigen Interview habe ich Felix zu Gast. Felix ist 29 Jahre, arbeitet in Heilbronn oder bei Heilbronn bei Audi und kennt den Tamasch. Tamasch war vor einiger Zeit auch schon mal bei uns im Video, im Interview, hat seine Investorenreise bei uns erzählt und die beiden sind gute Bekannte. Der Tamasch hat den Felix ja letztlich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht bei Immobilien. Felix war vorher eher so der Aktientyp, der dann ja innerhalb von 10 Monaten, nämlich in den letzten 10 Monaten, eigentlich seine Investorenleidenschaft ja ausgebildet und gelebt hat und in dieser Zeit 11 Wohneinheiten gekauft hat. Auf diese Reise nimmt er uns mit, erzählt uns, wie er dabei vorgegangen ist, wie seine Strategie ist und vor allem auch, warum er alle seine Immobilien bislang ja nahezu zu 100% oder sogar zu 110% finanziert hat. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Ja, heute starten wir mit einer Investorengeschichte und zwar eine ganz besondere, die nämlich in den letzten 2 Jahren eigentlich gerade so richtig losgegangen ist. Da ist heute der Felix zu Gast. Der Felix, ja, wohnt in Heilbronn, ist das korrekt? Ja, Hötheim, Sulm, Landkreis Heilbronn. Ja. Also in Baden-Württemberg und ist Softwareentwickler. Ich freue mich ganz besonders, den Felix heute interviewen zu dürfen, denn wir werden auch erfahren, dass er schon Kontakt mit einem, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Protagonisten bei uns auf dem Kanal auch schon hatte und da eigentlich die Beziehung herkommt und bin ganz gespannt auf diese Geschichte heute. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass ich hier teilnehmen darf. Ja, du bist 29 Jahre. Bist jetzt wie lange im Job? Bist wie lange in Heilbronn? Ich bin jetzt seit 3 Jahren und 9 Monate knapp hier in Heilbronn. Arbeite in der Motorenentwicklung softwareseitig bei Audi. Das ist ja nur ein Hersteller hier in der Nähe. Genau, das ist mein Traumjob. Also ich bin auch umgezogen für diesen Job und fühle mich hier pudelwohl. Und du kommst ursprünglich kommst du aus Niedersachsen, richtig? Genau, ich bin gebürtig aus Braunschweig, bin dort auch aufgewachsen, habe da mein Studium gemacht. Dann war ich in England für die Arbeit und bin dann zurückgekommen. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich möchte ich gerne wieder weg, weil Horizont erweitern war irgendwie so immer mein Wunsch, weil ich das, sag ich mal, 26 Jahre vor mir hergeschoben habe, diesen Horizont zu erweitern. Oder ja, nicht ganz 26, passt nicht, 24, genau. Mathe ist jetzt gerade im Kopf weg. Und in England warst du während des Studiums oder auch schon beruflich? Ja, das war so ein Teil. Also es ist grundsätzlich fürs Studium gefördert gewesen, aber es ist eigentlich so ein Berufseinstieg light gewesen. Ja. Also das gibt es in England so eigentlich eher für eine Art Probezeit. Quasi ist das eine, die ähnlich wie ein Praktikum stattfindet. Das heißt, du warst damals schon bei Audi angestellt und hast dann parallel studiert oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, ich habe komplett losgelöst von der Arbeit studiert, habe dann erst einen Werkstudentenjob bei Volkswagen in Wolfsburg gehabt, durfte da tief einsteigen und war dann als Student und Praktikant quasi bei Bentley in England und durfte dann wieder zurück zu Volkswagen meine Masterarbeit schreiben. Und dann bin ich bei Audi gelandet. Bist jetzt seit 3 Jahren in Heilbronn und voll im Job. Ich denke mal, das ist jetzt auch kein 9-to-5-Job, sondern da wirst du wahrscheinlich als Softwareentwickler auch die eine oder andere Überstunde schieben. Wie und wann kam dir denn der Gedanke, etwas für deine Altersvorsorge oder für ein weiteres Standbein zu tun? Und wie kriegst du das Ganze auch in deinen Alltag unter? Also grundsätzlich habe ich eigentlich schon im Studium angefangen, immer Geld zu sparen. Also ich war immer arbeiten, wollte immer so diesen typischen Traum, ich möchte mir ein Auto kaufen, weil ich bin Autoentwickler. Also hatte ich auch immer den Traum, ein Auto mir zu kaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Zum Glück hatte ich immer die Chance, einen Job nebenbei zu haben, sodass ich jetzt auch sparen durfte. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, okay, wo soll eigentlich meine Reise im Leben hingehen? Ich bin mit meiner Frau auch schon sehr lange zusammen. Also
ist Du es bist auch immer, verheiratet, du bist genau, ich bin verheiratet, ne? verheiratet und es ist immer zusammengewachsen, quasi das Studium über. Meine Frau hat eine Ausbildung dann gemacht, so mit Höhen und Tiefen, so dass man halt in die Zukunft guckt, ja, was wollen wir denn eigentlich? So, und wir wussten, dass wir irgendwann Kinder haben möchten, also war auch die Überlegung, ja, wir möchten Gas geben, wir möchten was erleben, aber im Endeffekt soll ja die Grundlage dann da sein und dass dann man auch gut starten kann, ohne jetzt sich Gedanken zu machen. Und genau, dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Ich habe mir auch mal fast von meiner Bank eine Rente aufschwatzen lassen, wo ich zum Glück skeptisch war, sonst hätte ich sie jetzt. Ich persönlich muss sagen, das war kein schlechtes Angebot, ja. Es war einfach nur, es passte 0, überhaupt nicht zu mir. Und dann habe ich mich mit den ersten Finanzbüchern beschäftigt. Also ich bin da der Trigger zu dem Kollegen, dem Thomas, der hier auch im Podcast war. Wir haben auch zusammen in England gelebt und dementsprechend haben wir dort einen irrigen Austausch gehabt, weil er sehr wissbegierig ist, noch wissbegieriger als ich. Und die Leidenschaft kam dann auch zu mir. Und Ach, dann du habe ich kannst. 18 angefangen. Das heißt, du kennst den Tamas schon von früher, vom Studium her. Das Ja, ab wusste ich jetzt Tag gar nicht. 1. Ab Tag 1. Also wir Ah sind ja. am Studium quasi bei der Orientierungswoche das erste Mal über den Weg gelaufen, ja. Vielleicht für die Zuschauer, die jetzt dieses Video sehen und das vorige Video nicht kennen oder nicht wissen, über wen wir reden. Der Tamas ist auch ein Immobilieninvestor, der bei uns auf dem Kanal auch schon einmal seine Immobilienstory erzählt hat, ja. Genau, da habe ich 18 quasi also angefangen mit, was könnte ich denn an Aktien kaufen, habe dann brav meine Sparrate, wie man das dann immer in den ganzen Lehrvideos findet, angepasst. Genau, habe dann auch versucht, meine Ausgaben nicht so hochzuschrauben, nur weil man jetzt arbeiten geht. Also eigentlich eher so die persönliche Zufriedenheit suchen. Natürlich hat man auch Träume, die vielleicht nicht zu seinem Budget immer passen, aber das ist ja, darf ja, der Traum darf irgendwann ja erfüllt werden vielleicht. Und das hast du über Einzelaktien oder über ETF oder einen Fonds gemacht oder wie bist du Ich da habe mir vorgegangen? ETFs direkt gekauft, also. Und hat das funktioniert für Ja, dich? ich würde sagen, ich habe so spät angefangen, dass man auf der Erfolgswelle gerade noch mitreitet, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es passt. Ich kann sehr, sehr gut damit schlafen. Aber irgendwann kam es dann doch zu der Entscheidung, parallel neben Aktien oder parallel neben dem Sparplan auch ja, mal einen Ausflug in die Immobilienwelt zu machen. Und das ist wohl kein Ausflug geblieben, sondern ein ja, dauerhafter Zustand geworden. Ja, ich bin angefixt. Genau. Da kann ich eigentlich eine ganz lustige Story zu erzählen. Mit dem Thomas saß ich nämlich 2018 hier bei mir auf dem Balkon und da hat er mir gar nicht, ohne um irgendwas jetzt zu nennen, hat er mir so erzählt, was er sich jetzt wünscht und vorhat. Und das hat er dann ja hier im Podcast auch gesagt, dass er das umgesetzt hat. Also ich fand das ziemlich cool, dass er so einen klaren Plan für sich hatte, wo er hin möchte. Und da war ich aber noch so, ja, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Ich habe ja gerade erst mit Arbeiten angefangen. Das passt für mich erstmal und Immobilien sind ja auch Arbeit. Und der Klick kam eigentlich dann in Corona, weil man dann Zeit hatte, mit sich zu Hause, mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann habe ich nochmal eine Analyse meiner Ziele gemacht und habe festgestellt, ich würde das gerne zweigleisig machen, Aktien und Immobilien. Und sehe das dann auch erstmal als Altersvorsorge. Und hoffentlich dann auch irgendwann für weitere Flexibilität, um auch mal eine Stunde reduzieren zu dürfen oder mal vielleicht einen Urlaub mehr zu machen. Also jetzt keinen Konsum, also das ist alles, davon bin ich jetzt aktuell weg. Das heißt, deine Sparrate in den ETF, die läuft einfach weiter. Ja, ich habe sie ein bisschen reduziert, um das fürs Eigenkapital, für die Immobilien zu nutzen. Genau. So, alles klar, habe ich verstanden. Da bist du also 2018 mit dem Tamasch irgendwie in, nee, schon früher, ne? Entschuldigung, Ja, ich habe 2008. 2011 habe ich ihn schon kennengelernt. Ja, und 2018 hat er dann dir erzählt, so von seinen Zielen. Und dann hast du dich hingesetzt und dir auch mal Gedanken gemacht, wo deine Reise eigentlich hingehen soll. Ja, ich wusste aber übrigens nicht, dass er das Programm bei euch gemacht hat. Also das hat er nie erwähnt, weil es ihm auch
nie wichtig war, dass auf das Programm die Leute davon zu überzeugen, sondern er wollte immer mit der Grundsache überzeugen. Also nicht mit, ja, ich habe hier Hilfe gehabt. Das hat er dann immer erst erklärt oder erzählt, wenn man Interesse dafür hatte, wie man das denn macht. Also eher so, wie das Werkzeug zur Hilfe dann ist. Das heißt, es war schon echt cool, weil. Das heißt, in deinem Fall war der Trigger kam tatsächlich von außen. Also es war das über das Gespräch mit mit deinem Kumpel, mit dem Tamasch. Und dann ist das eigentlich losgegangen, deine Reise. Es war nicht vorher, dass ich das irgendwie schon bei dir gebildet hatte. Ich möchte vielleicht diesen Weg beschreiten. Nee, das war genau. Es war der Thomas, der den Punkt gesetzt hat zum Schalter, dass man an sich selbst seine Ziele hochstecken darf und sich nicht selber klein halten soll. Also auch, dass man träumen darf und diese Träume auch versucht zu erreichen. Jetzt sehe ich in meiner Vorbereitung, du hast im November 2020 hast du deine erste Eigentumswohnung erworben. Mit dem Thema befasst hast du dich aber in 2018. Was ist denn in diesen 2 Jahren passiert? Was war in dieser Zwischenzeit? Wie war der Wissensaufbau, das Learning und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann im November 2020 die erste Wohnung kaufen konntest? Ja, also nach diesem Gespräch hier auf dem Balkon war erstmal nix, ne? Dann habe ich mir das angehört und dachte mir, okay, passt. Und irgendwann meinte meine Frau dann mal im Winter 18, ah, wie wäre es denn, wenn wir wenigstens mal gucken, ob das was für uns wäre. Und dann habe ich mir die ersten Bücher bestellt, unter anderem das Do-it-yourself-Rente, weil ich das, und ich muss auch sagen, es ist super geschrieben, es ist natürlich vom Format her sehr unkonventionell. Also es ist tatsächlich einfach für jemanden wie mich, trotz kleinen wissenschaftlicher Aufbau, so aus dem Studium, mit was ist was, wie, wo, mit welchen Mitteln. Und das fand ich super. Und dann habe ich mir noch ein Buch bestellt und noch ein Buch bestellt. Und irgendwie bin ich dann aber immer in dieser Buchphase für 3, 4 Monate hängen geblieben. Und dann zu meinem Geburtstag habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich eine Lösung finden, wie fange ich an? Und dann habe ich den Thomas gefragt, ja, wie hast denn du das damals gemacht? Und dann meinte er, ja, hier, da gibt es doch noch, ich habe die Masterclass gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt natürlich viel Zeit. Und dann kam aber ja schon Corona, das war, also mein Geburtstag ist quasi direkt in Corona in die erste Lockdown-Woche gefallen. Und dann war der Punkt, okay, wir wissen nicht, wo es hingeht. Ich muss für die ganze Zeit von zu Hause arbeiten. Bei der Arbeit war auch Einschnitte, wo man dann auch mal mehr Zeit hatte nachmittags, weil man ja einfach keine Freizeitaktivitäten mehr hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte diese Masterclass machen und habe mich dann im Mai beworben, dann die ganzen Videos geguckt und dann habe ich versucht, eigentlich Step by Step alles zu machen und bin dann sofort, als es wieder ging, zur Besichtigung gefahren. Wann war deine erste Besichtigung? Wann war die? Ich überlege gerade, ich glaube im Juni oder Juli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Juni, Juli 2020. Genau. Es war dann tatsächlich leider, da muss ich die war wirklich nett und ich habe immer noch einen guten Kontakt mit ihr, aber das war mehr so eine Probieren, ja, mehr so Tourist. Ich probiere alle mal meine handwerklichen, was ich gelernt habe oder was ich umsetzen wollte, habe ich versucht. Hat natürlich nicht funktioniert. Man hat quasi seine Liste abgearbeitet. Das war aus meiner Sicht rückblickend jetzt gut für die persönliche Entwicklung, aber vor Ort war es jetzt nicht unbedingt hilfreich. Aber man hatte ja auch keine Ahnung. Also das darf man ja auch einfach mal so sagen. Am Anfang kann man nicht alles, nur weil man es einmal gelesen hat. Hattest du dir denn, sag mal, du hast einige Bücher gelesen, du hast auch unser Programm absolviert, hattest du für dich eine Strategie entwickelt, wie du vorgehen möchtest? Also selbst als du dir die ersten Wohnungen angeschaut hast, war das schon eine gefestigte Strategie oder war das erstmal, ich fange erstmal an, um in die Gänge zu kommen, um ins Doing reinzukommen? Also die allererste Wohnung, die war definitiv, ich fange an und der Rest muss sich dann hoffentlich zeitnah ergeben. Also ich hatte dann schon den Wunsch, bis zum Ende des Jahres eine Wohnung zu kaufen, habe dann aber auch tatsächlich immer meinen Suchradius geändert. Ich wollte erst hier in Heilbronn kaufen und meine Frau meinte, ja, guck doch mal, du bist doch kommst du aus Braunschweig, die Umgebung ist da auch gut. Wir kennen da viele Leute, die uns eventuell helfen aus der Familie und Freunde. Warum machen wir denn nicht dort was? Und meine Frau arbeitet unter anderem auch hier in Baden-Württemberg, ja, in der Nähe von Heidenheim. Und dann habe ich gedacht, cool, in der Do-it-yourself-Rente stand auch Heidenheim.
kann ich mir ja mal angucken. Meine Frau fand die Stadt auch immer schön. Also haben wir gesagt, okay, einmal Baden-Württemberg gucken wir uns an, einmal Peine in der Nähe von Braunschweig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mir auch mal die Zeit und verlängere mal ein Wochenende mit Urlaub oder Überstunden und habe dann Besichtigung gemacht. Das heißt, die Standortauswahl ist dann auf Peine und auf Heidenheim gefallen, wo ihr euch das näher angeschaut, weil ihr im Vorfeld schon Ortskenntnisse hattet über diese Orte. Genau, meine Frau ist gebürtig aus Peine, also nicht aus der Stadt, aber aus dem Umland. Und ich bin groß geworden genau an der Grenze zu Peine. Also ich bin auch in die Schule gegangen im Landkreis. Das heißt, da war jetzt der Berührungspunkt ja schon in der eigenen Erfahrung da, ja, in dem eigenen Erwachsenwerden. Und habt ihr euch noch weitere Standorte angeschaut, beispielsweise im Vergleich, was sind die Kaufpreise zu den Marktmieten? Oder war einfach, das sind die beiden Standorte, da graben wir uns jetzt mal ein und da schauen wir mal, was geht in diesen Standorten? Ja, also ich habe damals gab es das Standort-Tool noch nicht. Das hätte ich gerne gehabt, um das vergleichbar zu machen. Also das war alles händische Arbeit mit was ist mir wichtig und dann quasi filtern nach den Städten und eigentlich kam immer raus, okay, das sind die Sachen, die kennen wir und das passt ungefähr. Also es kam auch bei mir noch ein, zwei andere Standorte raus, zum Beispiel Erfurt fand ich auch interessant, war aber dann von der Entfernung und den Kontakten vor Ort aus meiner Sicht nicht praktikabel, weil es das Gleiche gewesen wäre wie jetzt in der Nähe von Braunschweig oder auch in Braunschweig oder auch Heidenheim. Das heißt, wir haben dann uns entschieden, wir gucken mal bei Heidenheim und in Peine. Und wenn es nichts wird, müssen wir dann nochmal gucken, ob es an uns liegt, weil wir zu Interferenz suchen oder ob der Standort nicht zu uns passt. Und dann haben wir angefangen. Ja, erstmal habe ich tatsächlich angefangen, die Makler anzurufen. War am Anfang auch holperig, weil man auch nicht so richtig... Makler, die du jetzt aus Online-Portalen, die Exposés oder Angebote eingestellt hatten, die hast du kontaktiert. Genau, ich habe einfach mal angerufen, habe gesagt, was ich mir vorstelle. War auch sehr unsicher am Anfang, muss man auch einfach ganz fair sagen. Das ist auch ein Lernprozess, irgendwie dieses... Das ist ja schon ein bisschen unpersönlicher als vor Ort bei einer Besichtigung. Es war viel digital, viel auch einfach nur per Telefon aufgrund von der Situation, dass man seine Kontakte möglichst reduzieren sollte, was wir natürlich auch getan haben. Deshalb ist viel digital gewesen. Und dann habe ich, ja, ich habe mir dann eine Excel-Liste gemacht, wo ich dann meine Makler eingetragen habe, die ich interessant finde und habe die dann auch verfolgt, auch deren Webseiten. Also nicht nur das, was jetzt im Portal steht, sondern auch mal die Webseite regelmäßig aufgemacht, einmal die Woche oder alle paar Tage mal, am Anfang zumindest. Und ja, da sind dann die ersten Kontakte entstanden, zu der ich dann auch im Oktober zur Besichtigung, hat die Besichtigung für mich gemacht, weil ich leider beruflich verhindert war. Ach, das siehst du mal bei mir in der Vorbereitung. Ein Freund hat die Besichtigung gemacht. Steht bei mir, ach, so kommt immer alles weiter zusammen und das Puzzle fügt sich zusammen. Ja, der Thomas hat sich angeboten, ja, hier, du hast keine Zeit, die Wohnung findest du interessant. Also preislich war es noch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja, und dann ging es tatsächlich so weit, dass der Thomas den Makler und auch die Mieterin überzeugt haben. Er hat das... wir die Wohnung kriegen sollen, weil er halt die Eigenschaften, so wie ich als Person bin, beschrieben habe und sich selber auch dort natürlich als Profi, er hatte da schon ein paar Wohnungen, hat sich dort echt als Profi natürlich erwiesen. Und dann haben wir telefonisch noch eine Kaufpreisverhandlung gemacht. Das hat dann nochmal, glaube ich, knapp anderthalb Wochen oder zwei Wochen gedauert, weil der Verkäufer sich was anderes vorgestellt hat, was auch nachvollziehbar ist. Es ist ja eine Verhandlung. Das heißt, das ging dann noch ein bisschen hin und her und irgendwann haben wir uns in der Mitte getroffen, sodass alle glücklich und zufrieden waren. Ich war leicht über meinem Wunschpreis, aber es passte noch für die erste Wohnung. Ich glaube, es waren dann 6,1% oder so am Anfang, wo ich dann preislich unter Markt wäre vom Quadratmeterpreis, aber die Miete war halt relativ niedrig. 6,1% meinst du Bruttomietrendite, also Miete genau. Auf den Kaufpreis bezogen.
Das heißt, der Tamas hat eigentlich die meiste Arbeit für dich gemacht. Er hat den Deal nahezu, nicht geclosed, aber er hat den sozusagen dir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, dass du dann im Nachgang eigentlich nochmal den Preis verhandeln musstest. Das hast du aber selbst gemacht, die Preisverhandlung dann. Genau, also ich habe die Terminfindung, die Absprachen, die Analyse der Unterlagen habe ich selber gemacht, die Preisverhandlung auch. Also die Besichtigung hat der Tamas für mich übernommen. Und als wir uns dann einig waren, sind wir dann auch 2 Wochen später zum Notar gegangen. Und da kommt dann die nächste Krux. Ich hatte zwar eine Bank, aber die hat dann gesagt, da sind wir nicht so aktiv. Und das war eigentlich sogar noch eine Bank, die nur 20 Kilometer weg war. Und da habe ich gesagt, Tamas, ich habe jetzt ein Problem. Kennst du noch jemanden, der mir eventuell helfen könnte? Hat er mir auch noch bei der Finanzierung geholfen? Im Endeffekt muss man natürlich alles dann selber hinlegen. Also die Bankauskunft kann er natürlich nicht machen, aber den Kontakt hat er hergestellt und muss ich sagen, vielen Dank. Das ist der Grundstein fast aller meiner Investments geworden. Die Bank, mit der arbeite ich sehr eng zusammen. Regionalbank auch, oder? Ist auch eine Regionalbank, genau. Ist aber auch nicht in dem Landkreis, sondern ist ein Nachbarlandkreis. Also aus meiner Sicht auch da das Learning, die Bank vor Ort muss nicht das beste Angebot machen. Es kann auch eine Stadt weiter sein, solange das jetzt kein direktes Konkurrenzgebiet ist. Ja, also. Und wieso ist die erste Bank, wieso ist die abgesprungen? Einfach weil die klar gesagt hat, in dieser Region finanzieren wir nicht, da ist sozusagen unsere Grenze, darüber hinaus gehen wir nicht. Oder ja, bist du vielleicht zu spät erst an die Bank auch herangetreten? Also ich hatte schon vorher ein Gespräch mit der Bank, allerdings hatte ich ja mitbekommen, was sind denn so normale Konditionen. Und ich hatte dann einmal auch noch die andere Seite über einen Vermittler versucht und auch vor Ort gesagt, ich brauche dort eine Bank. Und das waren immer Konditionen mit 2,5 oder 3% Tilgung. Ich hatte mir halt gewünscht, ich bin jetzt 29, ich habe also noch 39 Jahre bis zur Rente oder jetzt 38. Ich möchte eigentlich so langfristig wie möglich am Anfang investieren und dann den Horizont halt verkürzen im Laufe der Zeit. Aber ich möchte gerne am Anfang jetzt flexibel sein. Und das haben die Banken einfach, also die der Vermittler angesprochen hatte und die eine Bank, die ich angesprochen hatte, die wollten das einfach nicht. Die haben gesagt, wir fangen unter 2,5 oder 3% Tilgung nicht an. Wir gehen auch mit dem Zins nicht hoch. Der war okay, der Zins. Aber wir würden halt gerne mit dieser Tilgung anfangen, weil wir kennen sie noch nicht. Was ja auch durchaus verständlich ist. Es ist ja ein Vertrauensgeschäft und ich habe dann einfach scheinbar nicht überzeugt. Ja, also das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob du überzeugt hast. Ich wollte halt sagen, mittlerweile ist es tatsächlich üblich bei Erstanfragen oder auch bei nicht nur bei Erstanfragen, dass man durchaus in Tilgungsregionen kommt von 2,5 bis 3%. Und um, ich sag mal, da drunter zu kommen, um 2%, muss man schon ins Gespräch kommen mit der Bank oder mit dem entsprechenden Banker und das aushandeln, ja. Genau, und durch den Kontakt hatte ich dann vom Tamas die Möglichkeit, noch eine weitere Bank. Also ich hätte wahrscheinlich trotzdem mit 2,5% am Ende finanziert. Ich hatte halt nur den Wunsch, dass wir es da drunter schaffen. Und da war ich wirklich am Schwimmen in den zwei Wochen, also da wenig geschlafen, viel telefoniert und dann noch gearbeitet. Das war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Knapp 2 Wochen später saßen wir dann beim Notar ich war wirklich glücklich. Also es war auch meine erste Wohnung. Der Makler wusste, dass es meine erste Wohnung ist. Der Verkäufer wusste, dass es meine erste Wohnung ist. Ich muss sagen, also so Angst ich vorher noch vor dem Notartermin hatte, weil wir eine harte Verhandlung hatten, der Verkäufer war ein super netter Kerl. Ich habe dann, ich mache das immer so, dass ich als Dankeschön eine Flasche Weißwein aus meinem Dorf mitbringe. Also wir haben hier einen Rebstock und ich nehme den immer mit. Und jeder bekommt dann eine Flasche Weißwein. Das ist für mich irgendwie selbstverständlich. Man hat ja zusammen gearbeitet. Und als sie dann die Flasche Wein gesehen haben, oh, das ist super schön, Dankeschön. Und tatsächlich haben die dann auch noch was mitgebracht. Also es war echt wie Kindergeburtstag, richtig schön Freude. Alle waren zufrieden. Also das hatte ich so in der Form nicht erwartet, weil es am Anfang ein sehr nüchternes Gespräch am Anfang war. Und die Finanzierungszusage, die hattest du dann innerhalb dieser 2 Wochen auch von der Bank vor Notartermin noch bekommen?
Ja, inklusive Grundschuldbestellung, die war dann auch schon da. Also das war Das ist wirklich eine Leistung. Der hat wirklich einen sauguten Job gemacht. Das heißt aber auch, weil du wahrscheinlich sehr gut vorbereitet deine Unterlagen auch präsentieren konntest, dass das innerhalb dieser Kürze dann auch funktioniert hat. Ja, also es wurde angefragt, halt die Unterlagen einzureichen. Dann habe ich die innerhalb von, glaube ich, 3-4 Stunden hatte ich die dann eingereicht. Also das war alles vorbereitet, ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Details, weil gerade Banken, es ist jetzt nicht so eine große Finanzierung gewesen für die Bank, dass sie da einfach auch gesagt hat, das Engagement gebracht hat, mit dem, den Menschen finden wir gut, da wahrscheinlich hast du da auch deine Story schon erzählt, dass du wahrscheinlich mehr machen willst, dass sie das erkannt haben oder dass sie den Typ Felix einfach mochten, um da zu sagen, ja, da legen wir uns jetzt so ins Zeug für, ich sag mal, eine relativ kleine Finanzierung, ne? Die Finanzierung war jetzt nicht so groß. Also ich habe, also die Region Peine, da ist der Quadratmeterpreis jetzt nicht exorbitant hoch. Das ist, die Region hat auch ein gewisses Risiko. 50.000 Einwohner etwa, ne? 50.000 Einwohner, der Landkreis hat noch ein bisschen mehr. Ist strukturell jetzt nicht so aufgestellt wie eine Großstadt, ist eher halt wie eine Kleinstadt. Busse fahren zwischen einer Stunde oder auch mal dreimal nur am Tag, je nach Dorf. Dementsprechend ist natürlich auch aus Bankensicht meiner Meinung nach auch ein gewisses Risiko für diese Stadt da. Das sieht man einfach, dass einige Geschäfte auch zumachen, gerade in der Innenstadt. Also keine Frage. Nochmal zurückzukommen auf deine Frage, wie das abgelaufen ist. Es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne noch mehr. Deshalb habe ich auch am Anfang bei der ersten Finanzierung versucht, sogar dann mit einer 110% Finanzierung ihm noch mehr Kreditvolumen zu geben. Einfach auch, naja, auch gesagt, du darfst den Zins natürlich auch so machen, dass es dir passt. Es ist für mich jetzt nicht kriegsentscheidend, wie hoch der Zins dann ist, solange er jetzt nicht bei 3% liegt. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann machen wir gerne noch die 110% Finanzierung, damit einfach das Volumen ein bisschen größer ist. Und habe dann gesagt, ich suche weiter. Ich möchte gerne die nächste Wohnung zeitnah kaufen und das durfte ich dann auch tun. Habe dann ich glaube, 2 Wochen später schon wieder eine Wohnung gefunden gehabt. Diesmal allerdings in... Das heißt, du hast den Banker bei der ersten Finanzierung schon angekündigt, es geht weiter und da kommt nochmal mehr Volumen. Genau, also das war meine tiefe Überzeugung, dass das irgendwie klappen wird. Ja. Dass es jetzt so schnell klappt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich bin einfach online durchgehend gewesen. Ich habe mir einen Ticker gestellt auf eine Stunde in allen Portalen, dass ich so schnell wie es geht eine E-Mail bekomme. Ist sehr anstrengend aus meiner Sicht, weil es kommen ja so viele Angebote rein, da muss man immer durchfiltern. Meine Frau hat immer schon gesagt, du bist nur am Handy. Ja, das ist dann leider das notwendige Übel. Gut, also dann warst du beim Banker, hast ihm das Ganze vorgestellt und Wie sehen denn die Metriken aus? Fand er das gut erstmal? Was war der Kaufpreis? Wie war die Kaufpreis zum Quadratmeter? Und Kaufpreis zum Quadratmeter habe ich jetzt gar nicht direkt im Kopf. Also ich habe, ich glaube, knapp 1.150 oder so den Quadratmeter bezahlt. Normal war da damals bei Homeday irgendwie 1.250 bis 1.300. Der Banker meinte, wir ziehen hier ganz viel ab. Da war der Blanko-Anteil schon relativ groß. Trotzdem hat er gesagt, ey, das ist ein guter Deal, du hast unter Marktwert eingekauft, das passt für uns. Also das, was du vorher angekündigt hast, gut, ich war jetzt nicht so viel früher angekündigt, aber das, was du gesagt hast, können wir dann in der Detailprüfung von der Bank bestätigen. Also das passte dann. Und dann hat er gesagt, wir können das genauso machen, wie du es dir vorgestellt hast. Wir schauen dann einfach mal beim nächsten Mal, wie wir das da lösen. Und hat dann den Daumen hoch gesagt, wenn du weiter so einkaufst, wir werden nicht immer eine 110% Finanzierung machen, das passt nicht, ist ganz klar, aber für den Anfang passt es erstmal. Und wenn du genau solche Objekte nochmal kaufst, dann ist das für uns okay. Ja. Das heißt, gefühlt unter Marktpreis, wir machen ja auch immer noch so ein
Gegencheck. Wir sind auch mit Pricehubble, haben wir das mal halbwegs grob nachgerechnet. Da kommen wir so auf 1300, 1350 da irgendwo den Quadratmeter in der Ecke. Das ist 68.000 hast du bezahlt für eine 60 Quadratmeter Wohnung und finanziert mit 75.000 Euro Volumen. Genau. Die Tilgung hast du auf 2% hinbekommen. Ja. Und der Zins ist effektiv, denke ich. Ich habe 1,58% hier. Und von der Brutto-Mietrendite bei 6%, das heißt, die Wohnung hast du trotz der 110% Finanzierung Cashflow positiv hinbekommen. Genau. Würde ich vermuten hier an der Stelle. Ja, ja, es ist jetzt nach Steuer, wäre es, glaube ich, 20 Euro pro Monat, die ich jetzt dann zahlen würde. Ich habe tatsächlich noch keine Steuererklärung für die Wohnung machen können. Ist ja erst nächstes Jahr dran. So schnell geht das ja nicht. Genau, also rein von der Kalkulation passt es aus meiner Sicht. Also mein Ziel ist es auch tatsächlich, nicht mein ganzes Gehalt jetzt nachschießen zu müssen. Also da muss ich dann auch an mir selbst noch Geduld üben, dass das nicht alles sofort geht. Wie hast du dich dabei gefühlt, jetzt so eine 110% Finanzierung, ohne Eigenkapital zu machen? Hättest du Eigenkapital gehabt, das du einsetzen konntest und wolltest es nicht? Oder war es hier in dem Fall, weil die Finanzierung, ich sag mal, unter 100.000 ist, wo du gesagt hast, komm, wir versuchen es mal mit 110? Also am Anfang habe ich gedacht, ich möchte gerne so 2-3 Wohnungen pro Jahr kaufen, also ja, 2 Wohnungen. Und dafür hätte das Eigenkapital als Kaufnebenkosten würde da auch reichen. Also das Gehalt passt aus meiner Sicht mit der Sparrate so, dass man das regelmäßig kaufen könnte aus dem jährlichen Zuwachs, das im Einkommen. Und es lag auch aus meiner Sicht genügend Geld vorhanden, unter anderem im Depot und dann Tagesgeldkonten. Das habe ich der Bank natürlich auch alles ausgedruckt, geschickt. Die haben gesagt, okay, gezeigt, du hast es. Ist jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie 500.000 Euro auf der Kante. Also ist, sagen wir mal, das Normale, was man in der Zeit sparen kann, wenn man arbeitet. Und dementsprechend war es mehr ein Zeigen und haben dann das Einsetzen des Kapitals auf weitere Termine verschoben. Aber dazu ist es bislang noch nicht gekommen, ne? Nee, denn im November noch nicht. Denn es ging dann direkt im Dezember ging es weiter. Ne? Also November 2020, die erste Wohnung. Weiter ging es dann ja schon einen Monat später. Genau, da musste man dann lernen zu jonglieren, weil ich hatte ja im Oktober davor geheiratet. Und was ich nicht bedacht habe, ist ja Zugewinngemeinschaft gehört auch so ein bisschen dazu, dass man unterschreibt, dass man dem zustimmt, was der andere macht. Und da bin ich dann in Schwitzen gekommen, weil meine Frau eigentlich keine Zeit hatte, mitzukommen zum Notar. Ich habe dann erst eine Wohnung in Heidenheim gefunden, wo ich in den Flitterwochen eigentlich schon eine Wohnung kaufen wollte. Also im Oktober hatte ich eigentlich schon eine Zusage, ja, das wird passen, wir gucken uns die Wohnung an und dann gehen wir zum Notar. Also wir waren uns da sehr sympathisch, der Verkäufer und ich. Das war über eine Immobilienfirma, die auch vermietet. Und wir waren uns sehr sympathisch damals am Telefon und genau diese Person hat angerufen und mir nochmal gesagt, ach übrigens, wir verkaufen jetzt im Nachbarhaus in der gleichen WG auch noch eine Wohnung. Möchten Sie die nicht angucken? Ich war, alles klar, möchte ich sofort. Hingefahren 2 Tage später, dann Kaufpreisverhandlung war sehr schwierig, weil das aus meiner Sicht nicht passte, was die angeboten haben. Haben wir uns wieder geeinigt. Wo lag der Angebotspreis? Der lag bei, ich glaube, 110.000. 110.000 war das Angebot, genau. Und weil ich dann gesagt habe, der Zustand der Wohnung, das war Erstbezug. Die Dame wohnt da seit dem Erstbezug. Also wenn die auszieht, müssen wir auch viel renovieren, weil die hat dann über 30 Jahre dann drin gewohnt, wenn die irgendwann mal ausziehen sollte. Die Dame ist auch schon ein paar Tage älter. Also die darf da so lange wohnen, wie sie möchte. Und sie soll auch so lange wohnen. Wenn sie Hilfe braucht, bekommt sie die. Also Sozialamt, irgendwie Unterstützung bei der Rente. Also die Frau, die hat Hilfe von ihrer Familie. Und das, was sie dann von uns benötigt, wie Wohngeldantrag, das kriegt sie dann natürlich dann auch immer zeitnah so. Und da habe ich gesagt, ich möchte diesen sozialen Aspekt gerne nutzen. Ich möchte helfen. Meine Kalkulation sieht so aus. Das habe ich dem Makler auch erklärt. Es würde sich nicht rechnen bei 110.000.
wo kommen wir denn hin? Die Wohnung ist im Dachgeschoss, hat keinen Balkon. Und dann hat er nochmal sich rückversichert in der Firma und dann haben wir uns auf die 92.000 geeinigt. Und da war ich noch sogar am Zweifeln, soll ich das jetzt kaufen? Jetzt habe ich gut verhandelt, aber irgendwie bin ich immer noch nicht 100% Cashflow positiv. Ja, passt das überhaupt zu meinen Zielen? Es war unter Marktwert eingekauft und trotzdem war ich noch nicht zufrieden. Und da muss ich sagen, hat mir die Mastermind extrem geholfen. Wir haben gesagt, du erzählst von deinen Zielen, das zahlt direkt ein. Du weißt, du wirst es in den nächsten 10 Jahren sicherlich mal renovieren dürfen. Selbst wenn der Mieter da noch drin ist, wird er auch mal sagen, Herr Vermieter, Sie möchten doch mal bitte, meinetwegen, ich brauche mal ein paar neue Badarmaturen oder ein neues Bad, vielleicht auch ein komplettes Bad, oder wir möchten gerne mal was neu renovieren. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Passt. Und einen Tag später habe ich in der Mastermind dann festgestellt, es gab ein Pop-up. Oh, in der gleichen WEG habe ich schon eine Wohnung, das war nämlich die erste Wohnung. Auf der anderen Seite im Erdgeschoss ist auch jetzt eine Wohnung online. Das war um 20.30 Uhr. Dann habe ich direkt angerufen. Um 20.30 Uhr habe ich die Maklerin angerufen und gesagt, ich habe schon eine Wohnung auf der anderen Seite. Können wir uns da nicht einig werden? Hat sie gesagt, ja gut, wenn Sie genau den Preis zahlen, dann sind wir bei den 75.000 gelandet. Da die Wohnung leer stand, habe ich dann eine baugleiche Wohnung eine Etage tiefer kaufen dürfen. Und damit war ich beim Dezember am Donnerstag und Freitag beim Notar. Und meine Frau musste dann mitfahren. Und weil wir das mit der Bank, mit dem Ehegatten Zustimmung nicht zeitnah gelöst bekommen hatten mit der Bank, okay, aber ja. darf ich kurz einhaken? Ich bin nämlich hast du mich verloren oder umgekehrt? Entschuldigung. Das ist jetzt nicht die Wohnung mit der alten Dame für 95. Nee, die Dame ist in Heidenheim. Okay, das war in Heidenheim. Die Wohnung hast du gekauft? Also wir hatten die Zusage zu dem Zeitpunkt. Einen Tag später habe ich die Zusage dann für die dritte Wohnung bekommen. Verstehe. Okay, das heißt 2 Wohnungen im Dezember 2020. Genau. Und deswegen jonglieren. Okay. Gut, das heißt, wir haben einmal die Wohnung in Heidenheim mit der alten Dame. Die konntest du von 110 auf 92.000 runterhandeln. Ist bei Auszug renovierungsbedürftig. Ja. Läuft aber aktuell mit 4,8%. Genau. Das heißt, auch hier zahlst du wahrscheinlich ein bisschen was drauf, ne? Monatlich, ja. Aktuell. Da zahlen wir auch schon Cash, also vor der Steuer, ein paar Euro drauf. Aber auch weil du jetzt sagst, du kalkulierst eine Rücklage damit ein, du sparst jetzt schon an, auch für die anstehende Renovierung. Genau. Auch hier sehe ich kein Eigenkapital eingesetzt, also auch hier nochmal die 110%. Genau, da habe ich dann nämlich meine Frau gefragt, möchtest du die Wohnung haben? Ja, sie hat den Vorschlag ja gemacht mit Heidenheim. Ich habe jetzt eine Wohnung kaufen dürfen, möchtest du sie haben? Und hat zugleich erstmal gesagt, da haben wir ein bisschen diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass das für sie Sinn macht. Dann hat sie auch ihre Unterlagen bei der Bank eingereicht. Und dann sagt der Banker, ja, Eigenkapital möchten Sie einsetzen? Ja, können wir machen. Okay. Also ich rechne das jetzt einfach mal spaßeshalber für die 110% Finanzierung. Und dann kam der gleiche Zins bei der gleichen Tilgung raus. Und da habe ich gedacht, für 30 Euro mehr im Monat quasi kriege ich noch 10.000 Euro knapp dazu. Die benutzen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Und vielleicht ist es irgendwie immer geblieben bisher, bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ihr seid auch bei derselben Bank dann geblieben, ne? Wo du die erste Wohnung finanziert hast, hat deine Frau jetzt die zweite Wohnung finanziert. Genau. Ja, spannend. Das war's mit Teil 1. In Teil 2 schauen wir uns an, wie es mit Felix weiterging und wie ihm dann ein Wohnungspaket von 6 Wohneinheiten in Salzgitter angeboten wurde.